Thema Prozessoptimierung ist wirklich alle. Wir sind auf der DACH-Praxistour, deswegen mache ich den Theorie-Part ganz, ganz kurz. Aber um einen kleinen Einstieg zu finden, ja, ich fange an, Daniel Kuhn, habe ich gesagt, 81.5, wer die 81.5 nicht kennt, wir sind ein Netzwerk von ca. 65 Holzbauunternehmen, vorwiegend im Holzrahmenbau tätig und das Ziel der 81.5 ist es im Prinzip, sich gegenseitig fortzubilden, seine Betriebe zu verbessern und ich kümmere mich da so ein bisschen um den Bereich Aufbau- und Ablaufprozesse. Ich habe das Thema Lager heute als Praxisbeispiel gewählt, weil es sind ja nicht nur Zimmerleute hier anwesend. Lager betrifft jeden, aber grundsätzlich ist das Thema insgesamt sehr interessant und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Mit einem Prozess, mit dem ich heute 100 Euro verdiene, verdiene ich nächstes Jahr keine 100 Euro mehr. Ist ganz einfach, allein aufgrund der Kostensteigerung. Wenn also dieser typische Handwerkersatz, warum macht ihr das so, weil wir das immer so machen, wenn der konsequent gelebt wird, verdiene ich ganz allein aufgrund der Kostensteigerung nächstes Jahr mit der Tätigkeit keine 100 Euro mehr. Sprich, ich muss was an meinen Prozessen verbessern. Ich muss meine Strukturen verbessern, ich muss meine Arbeit verbessern, alleine nur, um der Kostensteigerung entgegenzuwirken. Das kann ich natürlich einen gewissen Zeitraum auch über den Preis machen. Allerdings funktioniert das nicht ewig. Irgendwann wird es jemanden geben, der es günstiger macht und die Kunden kaufen einfach nicht bei mir. Und das Ganze natürlich nicht nur einmalig und ständig. Und vor allen Dingen wollen wir uns ja so verbessern, dass wir die Ertragssituation insgesamt steigern, dass wir mit dem, was wir machen, möglichst viel Geld verdienen. Worüber reden wir? Wir reden über eine Wertschöpfung von 10% bei dem, was wir machen. 90% von dem, was wir machen, ist Verschwendung. Um das mal kurz zu erklären, es gibt zwei Parts. Einmal die vermeidbare Verschwendung, einmal die nicht vermeidbare Verschwendung. Das kann man ganz, ganz gut darstellen. In der Zimmerei, der Kunde zahlt uns nicht das Zusammenbauen einer Wand, der Kunde zahlt ein fertiges Haus. Um das Haus fertig zu machen, muss ich natürlich die Wand zusammenbauen. Das ist eine nicht vermeidbare Verschwendung, da komme ich nicht drum rum. Das muss einfach sein. An die vermeidbare Verschwendung, das ist das, wo wir ran wollen. Wieder ein Beispiel aus dem Holzbau. Im Holzrahmenbau, das tragende, das aussteifende Element ist die Platte. Wie ich mein Rahmenwerk verbinde, ist eigentlich relativ unwichtig. Da macht es einen Unterschied aus. Schraube ich mein Holz mit Schrauben, die wesentlich mehr kosten, oder schieße ich mein Holz, was schneller geht, was weniger kostet? Wenn ich an diese Punkte rangehe, die Zeit und die Kosten, die ich beim Wechsel von der Verschraubung auf das Verschießen spare, das ist die vermeidbare Verschwendung und da wollen wir im Prinzip ran. Kleine Tabelle, um mal zu verdeutlichen, über wie viel Geld wir hier reden. Okay, kann nicht gefunden werden. Das ist eine relativ simple Excel-Tabelle, die mir im Prinzip ausrechnet. Also ich habe bei 20 Mitarbeitern, je nachdem wie viele Minuten ich von unproduktiver in produktive Zeit umwandle, was das finanziell bei einem Stundenverrechnungssatz von 45 Euro ausmacht. Ich weiß, gerade in der Sanierung sind wir bei den Stundensätzen mittlerweile schon bei über 80 Euro teilweise in gewissen Gegenden. Aber nur um das mal zu verdeutlichen. Es geht hier um Zeit, die meine Mitarbeiter mit Dingen verbringen, mit denen ich kein Geld verdiene. Mit, ich renne durchs Lager und suche Dinge, ich suche Werkzeuge, ich muss auf dem Weg zur Baustelle beim Baustoffhändler anhalten, um noch irgendwelche Sachen zu holen. Was glaubt ihr, wie viel Zeit verbraten eure Mitarbeiter pro Tag mit diesen unproduktiven Arbeiten, mit denen ich kein Geld verdiene? Schätzung? 2 Stunden. Noch jemand eine Idee? 5 Stunden? Okay, also die 5 Stunden tue ich jetzt mal ganz frech als unrealistisch ab. 2 Stunden ist ein Wert. Jemand mehr, jemand weniger? 3/4 Stunde. Nehmen wir mal 45 Minuten als Wert an. Wenn jetzt 2 Stunden... Nehmen wir ruhig mal 60 Minuten an. Nehmen wir mal 1 Stunde pro Tag verbringen meine Mitarbeiter. Dinge, die ich nicht an den Kunden weiter berechnen kann. Da reden wir bei einem 20-Mann-Betrieb über 164.000 Euro, die ich nicht an den Kunden weiter berechnen kann. Wir müssen natürlich Dinge machen, mit denen ich auch mal kein Geld verdiene. Das ist völlig klar. Aber je weniger. Also ein wunderbares Beispiel ist, im Büro kommt ein Auftrag rein, das Büro überlegt sich, okay, dafür brauchen meine Männer 3 Tage und los geht's. Und sie schaffen es nicht in den 3 Tagen.
Die Jungs draußen denken, okay, das sind Zeiten, die hat sich das Büro nur ausgedacht, wahrscheinlich haben sie 5 Tage abgerechnet und wir kriegen bloß 3. Die Männer im Büro denken sich, okay, meine Jungs sind zu langsam, sprich, ich kalkuliere 3 Tage, ich muss noch mal einen 2. Tag hin, ich habe noch mal extra Anfahrten und so weiter. Aber in Wirklichkeit sind es keine 3 Tage. Wenn ich einen halben Tag damit verbringe, auf meinem Gelände irgendwelche Sachen zusammenzusuchen, Fahrzeuge zu beladen, Bestellungen hinterher zu telefonieren, dann habe ich keine 3 Tage, dann habe ich effektiv nur 2,5 Tage. Und das ist die Zeit, an die wir ran wollen. Und wie gesagt, 90 Minuten, oder habe ich hier 90 oder 60 gemacht, 60 Minuten ist ein absolut realistischer Wert. Wenn ich anfange, meine Prozesse zu überdenken, hole ich in jedem Fall 60 Minuten raus. Und selbst wenn wir nur 1/4 Stunde pro Tag weniger mit unnützem Kram verbringen, reden wir immer noch über 40.000 Euro. 40.000 Euro, die ich mehr verdienen kann, die mir für Investitionen zur Verfügung stehen, die mir auch mal für eine positive Antwort zur Verfügung stehen, wenn meine Mitarbeiter nach 1 Euro mehr die Stunde fragen. Also mit viel mit wirklichen Kleinigkeiten kriegen wir da echt eine ganze Menge Geld zusammen. So, wie komme ich jetzt wieder raus? So, das ist jetzt auch der vorletzte Theoriepart. Wie läuft eine Prozessoptimierung ab? Um einen Prozess zu optimieren, muss ich grundsätzlich erstmal meinen Prozess erfassen. Ich muss erstmal betrachten, was mache ich überhaupt? Wenn ich das erfasst habe, wenn ich weiß, wie etwas läuft, dann kann ich daran gehen, ihn zu verbessern. Das Ganze läuft nach einem PDCA-Zyklus ab. Plan, Do, Check, Act. Und zwar folgendermaßen, ich identifiziere die Ursachen meines Problems. Ich überlege mir eine Verbesserung, ich führe diese Verbesserung durch, ich messe das und dann erfahre ich, okay, bringt es was, bringt es mir nichts. Das passiert ja beim Checken. Wenn ich das gemacht habe und merke, okay, ich erziele dadurch eine Verbesserung, dann definiere ich das als meinen neuen Standard. Ab sofort wird nur so gearbeitet. Das ist das, wie eine Prozessoptimierung funktioniert. Überprüfen, was ich mache, Verbesserung finden und dann das als neuen Standard definieren. Das kann geschehen in großen Projekten. Das kann der Neubau einer Halle sein, die Anschaffung einer neuen Maschine. Das kann im Bereich Workshops passieren. Das ist Mitarbeiterfortbildung. Das heute sehe ich so. Das sind alles Dinge, die Geld kosten. Wohin ich aber eigentlich will mit Prozessoptimierung, sind diese vielen kleinen Punkte. Die sogenannte Kaizen. Jeder denkt jeden Tag drüber nach. Das ist das, was ich will. Meine Mitarbeiter sollen das Bewusstsein haben. Was mache ich hier überhaupt? Warum mache ich es so, wie ich es mache? Und wie kann ich es besser machen? Das ist das, wo wir im Prinzip hinwollen. Damit komme ich auch schon zum entscheidenden Punkt. Ohne meine Mitarbeiter funktioniert das nicht. Wenn ich als Chef mir überlege, okay, ab sofort ändern wir gewisse Dinge und schaffe es nicht, das an meine Mitarbeiter zu vermitteln, ihnen klarzumachen, was sie davon haben, was das Ganze soll, setzen sie es nicht um. Das heißt, meine Mitarbeiter mitnehmen ist Regel Nummer 1. Das stellt das ziemlich gut dar. Das ist die typische Situation. Wir haben alle mehr als genug zu tun. Aber wir müssen es schaffen, dass die in ihre Köpfe kriegen, auch mal drüber nachzudenken, hey, vielleicht ist die Idee, die der da hat, ziemlich gut. So optimiere ich meine Prozesse. Und dass das wirklich schwierig ist, das zeigt dieses wunderbare Beispiel. Das kann man sich ganz gut vorstellen, dass dieser Satz, ich mache das so, wie ich es immer mache, das ist dieser große graue Elefant, das ist die Routine. Und das hier oben, der Reiter oben drauf, ist die Veränderung. Das würde ich gerne mal mit euch praktisch durchführen. Setzt euch mal alle mit verschränkten Armen hin, bitte. Und jetzt macht ihr das Gleiche, nur die Arme andersrum. Fühlt sich mega ungewohnt an. Also das ist das, ich mache das so, weil ich es immer so mache. Jeder macht es anders, der eine so, aber wenn ich das ändern soll, das ist dieser große graue Elefant. Da muss ich erstmal den Willen zu haben und ich muss merken, dass es besser ist und dann muss ich mich dran gewöhnen. So funktioniert im Prinzip Prozessoptimierung und da will ich meine Mitarbeiter hinhaben. Wir haben da mit Roto zusammen eine sehr, sehr geiles, mächtiges Werkzeug gefunden, das nennt sich ein Prozessworkshop, das ist auch eine Fortbildung, findet einen halben Tag in den Betrieben statt, zur Hälfte ein bisschen theoretisch, warum Prozesse, zur Hälfte praktisch, Vorstellung neuer Fenster, Praxisschulung, das Ganze, um die Mitarbeiter mitzunehmen, um bei den Mitarbeitern das Bewusstsein dafür zu schärfen, okay, warum soll ich überhaupt über sowas nachdenken, was bringt mir das, das funktioniert extrem gut, findet, wie gesagt, in den Betrieben statt und dann habe ich meine Mitarbeiter im Boot. Ne, weil das ist das, wo wir im Prinzip hinwollen. So, jetzt haben wir genug Theorie gemacht, jetzt kommen Beispiele aus der Praxis.
Ich habe, wie gesagt, das Beispiel Lager gewählt, weil Lager gibt es eigentlich in jeder Form von Betrieben. Ich mag Lager, ist ein bisschen mein Steckenpferd. Meine Frau wird das zwar abstreiten, aber ich stehe auf Ordnung. Und um auf ein Niveau zu kommen, was muss ein Lager können? Das Lager muss den Bedarf zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge, in der benötigten Qualität und den geringstmöglichen Gesamtkosten bereitzustellen. Das ist das, was ein Lager können muss. Arbeitsbereitschaft sicherstellen, kostengünstig zwischenlagern, materialgerecht aufbewahren, schnelle Zugriffsmöglichkeit, sprich das, was vorne liegt, ist das, was ich häufig brauche und nicht anders. Ich muss mein Lager umstellen können, das ist völlig klar. Erstmal ändern sich die Produkte, zweitens ändern sich auch meine Bedürfnisse bei den Produkten. Und ich muss natürlich gut kontrollieren, Inventur machen können. Firma Brockhaus, ich weiß nicht, ist gar nicht so weit weg von hier, kennt vielleicht einige. Hochspannendes Unternehmen, 40 Mitarbeiter, seit 45 Jahren haben die eine gewachsene Struktur und wie Sie das hier sehen, das ist eher Fluch als Segen. Die haben 11.000 Quadratmeter überdachte Hallenfläche und hatten 45 Jahre lang nicht die Notwendigkeit gesehen, Lagerstrukturen zu schaffen und Dinge zu entsorgen. Sprich 11.000 Quadratmeter überdachte Hallenfläche voll mit Kram, die aufgeräumt werden sollten. Ne, der Hintergrund, Suchzeiten verringern, Wegzeiten verringern, die Produktionsabläufe so zu optimieren, dass sie reibungslos funktionieren. Das war der Auslöser für die ganze Nummer. Die Firma Brockhaus hat sich eine Weinmannanlage gekauft, eine Nagelbrücke, und so ein Ding muss laufen. Mit allem drum und dran, mit Maschinenkauf, mit Hallenvorbereitung, mit Mitarbeitereinarbeitung und so weiter und so fort, kostet so ein Ding eine 750.000 Euro. Und wenn die dann nicht richtig funktioniert, weil sie nicht das richtige Material zur richtigen Zeit da hat, wenn Verbindungsmittel fehlen und so weiter, dann macht das keinen Sinn. Also da mache ich keinen Hehl draus. Es gibt Holzbaubetriebe, die dank einer guten Strukturierung, dank gut strukturierter Prozesse im Handabbund effektiver arbeiten als mit so einer Maschine. Also sprich, wenn ich so viel Geld für sowas ausgebe, ist bei mir nicht anders. Ich stehe auch auf Technik, ich finde sowas spannend, aber wenn ich höre, wie sich irgendwelche Menschen darüber unterhalten, dass bei der neuen Hundegger der Werkzeugwechselkopf irgendwie 1,5 Sekunden schneller ist pro Vorgang und so weiter, dann ist das schön und gut und faszinierend, dafür darf man auch gerne Geld ausgeben. Aber wenn mein Mann, der die Maschine bedient, erst zum Regal fahren muss, was anderes runterheben, um an das ranzukommen, was er eigentlich braucht und das irgendwie 10-mal am Tag macht, dann bringen mir die 1,5 Sekunden Zeitersparnis beim Werkzeugwechsel auch nichts. Das heißt, wenn ich so viel Geld für sowas ausgebe, dann muss die laufen, dann muss die funktionieren, weil wenn sie steht, verdient sie kein Geld und dafür ist sie einfach zu teuer. Also die Ausgangssituation. Ja. Geiles Bild. Die Mitarbeiter kommen nach Feierabend hier in die große Halle reingefahren, stellen ihre Anhänger dahin, feuern den Kram dahin und irgendjemand macht dann, also das ist jetzt hier, glaube ich, 4 Wochen her, dass das letzte Mal aufgeräumt wurde, wird dann dazu abgestellt, das wieder aufzuräumen. An den Kram hier hinten komme ich natürlich gar nicht ran in der Zeit. Das ist völlig klar. Was hier auch sehr interessant ist bei dem Bild, hier auf der anderen Seite der Wand steht die Hundegger und hier ist das KVH-Regal. Das heißt, ein Lagerort, der eigentlich richtig schön nah an meiner Abbundanlage dran ist, wird zugemüllt und ich kann ihn nicht nutzen. Ich meine, das sind bloß 10 Meter, aber wie oft fährt man die pro Jahr? Wie viel Zeit ist das aufs Jahr gesehen? Ne, diese 15 Minuten, die kommen so schnell zusammen, das heißt, ich verschwende hier wirklich einen wunderbaren Lagerort dadurch, dass ich ihn zumülle. Und anstatt eine vernünftige Resteregel zu schaffen, zu sagen, okay, es gibt gewisse Dinge, die dürft ihr automatisch wegschmeißen, muss hier jemand für Geld, da ist selbst die 450 Euro Kraft zu teuer dafür, die hier hingestellt wird, um den Kram wieder aufzuräumen. Klassisches Bild eines Lagers, unterschiedliche Mittel voreinander, nebeneinander, hintereinander. Erstmal weiß ich natürlich nicht, was hier liegt, ich weiß nicht, wie viel davon liegt und um an irgendwas ranzukommen, muss ich erstmal Ewigkeiten hin und her räumen. Das kostet einfach Zeit, ist unproduktiv und dadurch verliere ich Geld. Eine Werkzeugbude, so sieht die eigentlich in 80% der Betrieben aus. Ich weiß zwar, dass in diesem Raum mein Werkzeug ist, ich weiß aber nicht, welches Werkzeug gerade da ist. Ich weiß nicht, wer das Werkzeug hat, das gerade nicht da ist. Sprich, hier ist zwar alles mehr oder weniger an einem Platz, aber es ist nicht strukturiert. Das ist das Lager für die Deckenabhänger. Die Firma Brockhaus hat früher sehr viel Trockenbau, sehr viele abgehängte Decken gemacht.
Bei der Aufräumaktion haben wir insgesamt 3,5 Tonnen Altmetall entsorgt, nur an alten Deckenabhängern. Also richtig, richtig viel. Weil aber auch hier, es kann ja sein, dass ich irgendwann mal irgendwas wieder brauche. Ich weiß nicht, was liegt hier. Ich weiß nicht, wie viel liegt hier. Ich weiß nicht, kann ich es überhaupt noch verwenden? Sind das Systeme, die überhaupt noch zu dem passen, was ich eigentlich mache? Sprich, hier habe ich null Struktur drin. Dieses, ich weiß nicht, wo das ist, es gibt in jeder Firma, gibt es immer den einen, der weiß, wo alles ist. Das ist meistens irgendwie ein Altgeselle. Wenn man nach einem Stück Bankierei ungefähr 1,75 sucht, dann weiß der Altgeselle, ja, vor 4 Jahren bei Müller haben wir eine Terrasse gemacht, da steht hinten Halle links hinter den Dreischichtplatten und da steht es natürlich auch. Sowas gibt es eigentlich überall, aber es hat mit einer vernünftigen Struktur natürlich nichts zu tun. Jeder Mitarbeiter muss so schnell wie möglich an das Material rankommen, was er benötigt, und es muss vorhanden sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, weil was auf gar keinen Fall sein darf, ist, in der Firma ist das natürlich nochmal besonders schlimm wegen der Größe, aber wenn ein Arbeitsvorbereiter sein Büro verlassen muss, um in ein Lager zu gehen, um zu gucken, was haben wir überhaupt noch da, das kostet richtig viel Geld. Ne, und dann geht er dahin, guckt, okay, wir haben noch 10, ich brauche eigentlich 20, ach, ich bestelle sowieso ein neues Paket. Das hat mit Produktivität natürlich gar nichts zu tun. Schlossschrauben. Erstmal, der Fußboden ist kein Lagerort. Goldene Regel. Hat mit materialgerechter Lagerung nichts zu tun. Auch hier weiß ich wieder nicht, was hier ist, wie viel das ist und kann ich es überhaupt verwenden. Selbst den Lehrling, den ich da hinschicke, der da auf Knien hockt und probiert, da irgendwas rauszusuchen, das kostet zu viel Geld. Den Kram hier kann ich eigentlich, entweder ich zähle ihn, sortiere ihn, beschrifte ihn, dann kann ich ihn aufbewahren, ansonsten kann ich ihn eigentlich gleich wegschmeißen, weil es billiger ist, sich ein neues Paket zu kaufen. Das ist jetzt ein Bild aus einem anderen Betrieb, das habe ich wegen des guten Beispiels hier mal mit reingenommen. Hier wurde eigentlich schon versucht, vieles richtig zu machen. Das ist das OSB-Lager, hier rechts ist die Produktion, also schön nah an der Produktion, da brauche ich es. Hier oben liegt 12 mm OSB, da liegt 15 mm glatt, 15 mm Nut und Feder, 18 mm und 22 mm. Liegt hier natürlich nicht. Das ist echt richtig schade, weil da hat man sich die Zeit genommen, hat damit halt auch das Geld investiert, weil sowas passiert ja während der Arbeitszeit, hat sich überlegt, hey, das ist schön nah hier dran, hier lagere ich mein OSB, hat die Lagerplätze definiert, hat sie beschriftet, und kein Schwein hält sich dran. Das ist das, weswegen ich so darauf rumreite, Mitarbeiter mitnehmen, den Mitarbeitern zu erklären, warum machen wir das, was habt ihr davon? Weil wenn es dann nach einem halben Jahr wieder so aussieht und dann, es bringt ja nichts, irgendwie einmal im Jahr eine große Aufräumaktion zu machen, die kostet mich richtig viel Geld, wenn es danach wieder scheiße aussieht und ich wieder suchen muss und wieder nicht weiß, wo irgendwas ist. Dasselbe wie hier, das sind unterschiedliche Plattenwerkstoffe aufeinander. Die liegen zwar da alle schön nach Größe sortiert, aber wenn ich hier ran will, muss ich den ganzen Kram erstmal runterheben. Das ist das Folienlager gewesen bei der Firma Brockhaus. Da sind wir auch beim Thema materialgerechte Lagerung. Das ist, glaube ich, allen klar. Erstmal, wieder weiß ich nicht, was habe ich hier überhaupt, wie viel davon habe ich da. Und wenn ich mir die Rollen angucke, weiß ich nicht mal, ob ich sie überhaupt einbauen kann. Sprich, ich ziehe mir da was raus, nehme es mit auf die Baustelle, die Folie ist defekt, kann ich nicht verwenden. Das war das Schraubenlager der Firma Brockhaus. Insgesamt gab es 3 verschiedene Lagerbereiche für Verbindungsmittel, die wir dann im Endeffekt zusammengefasst haben. Die Firma Brockhaus bestellt in großen Mengen. Wenn etwas günstig ist, wird eine große Menge gekauft und meine Regale werden vollgequetscht. Auch hier gab es keine feste Zuordnung. Keiner wusste genau, wo was liegt, in welchen Mengen. Wir reden heutzutage ja auch über Zulassung. Das sind ja auch gewisse Punkte, die ich beachten muss, sprich hier keine Struktur. Das ist eigentlich das Thema Schrauben angeht, mein absolutes Lieblingsfoto. Schrauben 6x90. Ist zumindest schon mal mit Edding darauf geschrieben. Das Tolle an dem Bild ist das. Das sind 5 verschiedene Hersteller mit 3 verschiedenen Köpfen. Ich habe TX25, ich habe TX30 und ich habe noch die guten Kreuz, weil die habe ich ja mal gekauft, die haben Geld gekostet, also sollen die gefälligst auch verarbeitet werden. Wir alle können uns vorstellen, was damit passiert, wenn ich unterschiedliche Schraubenköpfe auf der Baustelle habe. Die werden nicht verarbeitet. Was hier noch dazu kommt, ist der ganz klare Punkt, den wir ganz dringend abstellen mussten, das Thema Retouren. Wenn von der Baustelle Retouren kommen, 2 halbe Pakete, da gab es einen Platzrentner, der kam freitags, der hat aus 2 halben Paketen 1 Paket gemacht und dann habe ich da am Ende 1 Paket mit 2 verschiedenen Schraubenköpfen. Das Außenlager, Holzlager. Mal abgesehen davon, dass hier wieder unterschiedliche Materialien übereinander liegen, die ich erst rausräumen muss, um an irgendwas anderes ranzukommen, liegt hier richtig viel Geld. Und damit meine ich nicht den Wert des Holzes.
Material ist heutzutage relativ günstig im Vergleich zu Personalkosten. Bevor ich hier irgendwas gefunden habe, was ich brauche, klassisches Beispiel, morgen zur Baustelle, Wechsel einbauen, 8 auf 16, 1,70 Meter. Wenn hier einer anfängt lang zu rennen und mit dem Zollstock zu messen, um das Stück Holz zu finden, was er braucht, die ersten 5 passen sowieso nicht, vielleicht ist es auch gar nicht da, da ist es von vornherein günstiger zu sagen, geh an die 13-Meter-Stange, schneid dir das Stück ab. Ich muss das nicht alles wegschmeißen. Das ist völlig klar. Aber wenn ich sowas aufbewahre, dann brauche ich ganz klare Lagerorte, wo definiert ist, was da liegt. Dass ich als Mitarbeiter, wenn es heißt, hier, ich brauche das und das 8 auf 16, 1,70 Meter, dann weiß ich, es gibt ein Fach, da liegen die Querschnitte von 8 bis 12 unter 4 Meter drin. Da gibt es dieses eine einzige Fach, da gucke ich rein. Wenn ich es da nicht nach 30 Sekunden gefunden habe, ist das Thema erledigt, ich gehe zur 13-Meter-Stange. Das ist völlig klar. Das gilt auch für alle anderen Materialien. Ich brauche für alles ganz klar definierte Lagerorte, weil ich als Mitarbeiter, ich muss wissen, wo ich etwas hinpacken soll. Das heißt, alles, was ich standardmäßig im Lager habe, braucht einen Platz. Alles, was ich nicht standardmäßig im Lager habe, braucht auch einen Platz. Das nennen wir meistens freie Lagerung. Weil wenn ich von der Baustelle komme und ich habe mein Auto voll mit irgendeinem Kram, erstens muss ich wissen, was darf ich wegschmeißen. Das ist ganz klar definierte Resteregel. Wir machen es gerne, alles unter einem Meter kommt sofort in Schredder. Punkt. Es gibt mittlerweile Firmen, gut, die machen auch extrem viel Abbund, die sagen, alles unter 3 Meter wird von der Abbundanlage automatisch klein gehackt, weil die Suchzeiten zu groß sind. Aber ich brauche für alles einen Platz, weil was mache ich sonst als Mitarbeiter? Ich habe ne, den Grobkram habe ich wegsortiert und habe da irgendwie noch 8 Hölzer, mit denen ich nicht weiß, was ich machen soll. Entweder lege ich es auf irgendwas anderes rauf, hoffentlich sieht mich keiner, dann liegen da irgendwelche Glattkantbretter auf den Dachlatten oder dann entstehen diese wunderbaren entstehenden Lager, die jeder so an der Wand hat. Ne? So einmal kurz an die Wand gestellt und die werden dann irgendwie immer größer, bis sie irgendwann entsorgt werden. So, das ist so eigentlich der normale Ablauf. Sprich, ich brauche für alles einen Lagerort. Und ich muss mir nicht für jeden kleinen Scheiß einfach machen, Schild draufkleben, da liegt das. Das ist völlig klar, aber dann kann ich die zusammenfassen und im schlimmsten Fall gibt es den Ort freie Lagerung, wo ich alles das reinpacken kann, was keinen festen Ort hat. Da wird in gewissen Abständen mal nachgeguckt, bewahren wir das auf, dann kriegt es einen Platz, bewahren wir es nicht auf, dann kommt es in Müll. Aber ich als Mitarbeiter muss wissen, wo ich was hinpacken kann, weil ansonsten mülle ich mich zu. So, wie läuft so ein Projekt ab? Alles hat einen Platz, alles hat seinen Platz. Was liegt wo? Warum liegt es da? Wie viel davon liegt da? Und wer ist dafür verantwortlich? Das ist im Prinzip alles, was man bei einer Lagerplanung beachten muss. Ich erinnere noch mal kurz an diesen PDCA-Kreis, den ich kurz erläutert habe. Wir fangen eigentlich immer an und gucken, wie schaut es überhaupt aus? Was wollen wir damit erreichen und welche Möglichkeiten habe ich? Ganz klar prozessorientierte Arbeit. Bestandserfassung, Möglichkeiten abchecken und dann gucken, also wie läuft es, wie soll es irgendwann laufen, was können wir machen, um das zu erreichen. Das ist im Prinzip einmal so eine grobe Analyse. Dann nehmen wir uns die einzelnen Lagerorte vor. Ganz klar definiert, was passiert an welchem Ort. Wo ganz klar drin steht, okay, ne, wir geben den Lager einen Namen und sagen, okay, das passiert in dem, das passiert in dem, das passiert in dem. Das ist unsere Planungsphase und die wird dann umgesetzt. Die Umsetzung, das ist ganz, ganz wichtig, muss immer verbindlich sein. Sie muss immer einem ganz klaren Zeitplan entsprechen. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich in eine Firma fahren, sagen, hey, wir machen dein Lager neu, du machst deinen Laden jetzt mal eine Woche zu, wir nehmen alle Mitarbeiter, räumen einmal alles raus und räumen aber einmal alles wieder vernünftig rein. Das wäre natürlich optimal, das funktioniert aber nicht, wir müssen ja Geld verdienen. Sprich, so ein Lagerprojekt oder egal welches Verbesserungsprojekt findet eigentlich immer neben dem alltäglichen Betrieb statt. Es gibt einen Verantwortlichen, der das macht, es gibt mehrere Verantwortliche und dafür brauche ich so einen verbindlichen Plan. Bei der Firma Brockhaus war das ein relativ alter Geselle, der Bernhard Bornhaus, Bohne, der hat das gemacht, der stand sonst eigentlich hauptsächlich an der Abbundanlage. Und diese verbindliche Zeitplanung funktioniert in zwei Richtungen. Auf der einen Seite kann der Chef nachfragen, hey, wir haben vereinbart, das soll bis dann und dann fertig sein. Wie sieht's aus? Hast du nicht? Der Mitarbeiter weiß ganz genau, was er bis wann zu erledigen hat. Das funktioniert aber auch in die andere Richtung. Der Mitarbeiter kann ganz klar formulieren, du pass auf, Chef, wir haben vereinbart, ich soll mich jetzt um die und die Bereiche kümmern. Dafür haben wir Zeitpläne gemacht. Das kriege ich nicht hin, wenn ich den ganzen Tag an der Abbundanlage stehe oder wenn ich mal wieder mit raus auf die Baustelle muss. Sprich, entweder ich kriege die Zeit oder ich kriege mehr Männer. Auf jeden Fall, wenn ich das nicht mache, dann dauert sowas ewig,
dann ist das sehr, sehr schleppend, weil natürlich haben wir Besseres zu tun, als aufzuhören. Wir wollen ja Geld verdienen. Ne? Das Geld, was wir mit so einem besseren Lager verdienen, das kommt ja immer irgendwie erst hinten raus, aber aktuell hat man immer was zu tun, sprich, wenn ich hier keine Verbindlichkeiten habe, funktioniert das nicht. Ja, wir kommen nochmal zurück zum Schraubenlager. Da haben wir hier die große Variante gewählt. Also da haben wir mal wirklich Geld in die Hand genommen, also jetzt weniger Material, aber mehr in Form von Arbeitszeit. Da haben wir gesagt, okay, es bringt nichts, drei verschiedene Lager zu haben. Wir bauen jetzt ein neues, großes. Da haben wir erstmal eine Artikelliste angelegt, haben uns überlegt, okay, jetzt erfassen wir erstmal, was haben wir alles. Was haben wir alles? Und aus der Liste haben wir dann das alles rausgeschmissen, was wir nicht mehr brauchen, weil da sehr viele Altlasten sind. Die haben wir auch dann direkt entsorgt und haben dann angefangen, diese Liste zu gestalten mit internen Artikelnummern, was wir da haben, und wir haben angefangen, Mindest- und Maximalbestände zu definieren. Mindest- und Maximalbestände aus dem Grund, also als Mindestbestand kann man pauschal eigentlich immer sagen, eine Woche arbeiten ohne zu bestellen, das ist mein Mindestbestand, weil ich will ja die Garantie haben, dass ich immer alles das, was ich brauche, auch vor Ort habe, dass meine Mitarbeiter jederzeit Zugriff auf diese Sachen haben. Jeder kennt so dieses Bunkern, die Fahrzeuge voll mit 1000 Paketen Schrauben, und wenn dann zu Weihnachten aufräumen ist, dann kommen die Fahrzeuge in die Firma, werden ausgeladen und die Schraubenregale quellen über. Sowas entsteht aus Mangel. Das ist nur menschlich, das ist ganz natürlich. Wenn ich vorm Schraubenregal stehe, ich brauche 5x100, die ist nicht da, ich muss ausweichen auf 5x90, 5x110, was irgendwie passt gerade irgendwie so. Was mache ich, wenn das nächste Mal die Schraubenlieferung kommt mit der Palette? Ich nehme mir erstmal 10, haben es besser als brauchen, packe mir die ins Auto, damit ich auf der sicheren Seite bin, dass ich das immer habe. Das wollen wir natürlich nicht. Das hat mit vernünftiger Lagerhaltung nichts zu tun, aber sowas entsteht aus Mangel. Wenn ich aufgrund eines strukturierten Lagers und definierter Mindest- und Maximalbestände die Sicherheit habe als Mitarbeiter, dass immer alles da ist, was ich brauche, dann fange ich auch nicht an zu bunkern. Das ist dasselbe Ding wie, auch ein ganz, ganz tolles Thema, Bits und Cutterklingen. Es gibt Betriebe, da müssen die Mitarbeiter zum Chef ins Büro und sagen, Chef, ich brauche neue Bits. Und dann kriegen sie erstmal ihren Spruch, was machst du damit, frisst du die, keine Ahnung was. Dann wird die Schublade aufgemacht, dann kriegen sie einen, an guten Tagen kriegen sie vielleicht zwei und so, ne? Aber sei vorsichtig damit. Was ist die Konsequenz daraus? Erstmal, einen Chef kannst du veranschlagen mit 80, 90 Euro die Stunde. Das geht gar nicht, dass der sich mit sowas beschäftigt. Jeder Meister ist dafür zu teuer, jeder Geselle ist dafür zu teuer. Aber die eigentliche Konsequenz ist, okay, die Mitarbeiter arbeiten zu lange mit den Bits, die vergnadeln ihre Schrauben, die Unproduktivität habe ich auf der Baustelle, die kriege ich im Büro gar nicht mit. Die Chefs haben immer Angst, also Bits und Cutterklingen und Zollstöcke und Bleistifte gehören frei verfügbar, Punkt. Darüber muss man nicht diskutieren. Das Einzige, wo ich mich auf Diskussionen einlasse, sind Klingen für einen Multimaster, weil die sind wirklich teuer, da finde ich es okay, wenn die unter Verschluss sind, aber klar, wenn ich die Bits das erste Mal frei verfügbar mache, dann kommen die Jungs, geil, freie Bits, dann werden die Taschen erstmal voll gemacht, aber irgendwann sind die Taschen voll und es ist dasselbe wie mit den Schrauben, sowas passiert aus Mangel. Wenn ich aber weiß, ich kann jederzeit, gibt es einen Ort, wo ich mir einfach ein Bit nehmen kann, Punkt, dann mache ich mir die Taschen nicht voll, ich muss es ja nicht, ich habe ja jederzeit Zugriff drauf. Sprich, Mindest- und Maximalbestände, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben diesen Regalgang mit dem Krag am Regal, haben wir gesagt, okay, da machen wir jetzt das neue Schraubenlager draus. Das Schöne an der Sache war, der ganze Kram, der hier lag, den mussten wir gar nicht großartig umlagern, den konnten wir 1:1 wegschmeißen. Das war richtig gut. Sprich, wir haben das Ding neu gebaut, haben aufgrund der Artikelliste, haben wir uns ganz einfach gelbe Post-its gemacht, wo packen wir was hin, haben mit den Mitarbeitern gesprochen, was brauchen wir oft, wo rennt der am meisten hinterher, das liegt natürlich hier vorne, das, was hier hinten liegt, braucht man relativ selten, und so sieht es jetzt im Prinzip fertig aus. Ganz pragmatisch eingerichtet, eigentlich haben wir hier viel zu viel Platz. Dieses große Lager, ihr habt das gesehen zu Beginn, 40 Mitarbeiter brauche ich eigentlich nicht. Ne? Bei einer modernen Lagerhaltung reicht ein wesentlich kleineres Lager, aber so wie jede Prozessoptimierung ist immer individuell für den Betrieb. Wir können zwar aus der Industrie sehr viel lernen und auch probieren, sehr viel zu übertragen, aber es ist auch das Schöne am Handwerk, dass wir doch noch sehr individuell bauen und sehr individuell arbeiten. Und in dieser Firma ist es halt so, dass viel in großen Mengen bestellt wird. Deswegen halt auch die Krag am Regal als Lagerort gewählt, dass ich hier noch Europaletten oben draufstellen kann. Deswegen ist das Lager auch 3 Meter breit, weil der Seitenstapler hat 2,70 Meter, der muss da reinfahren können. Die Fächer kann man sich ganz einfach überlegen, okay, was ist das größte Paket, das ich habe? Das sind die Schnellbauschrauben, die sind 59 lang, also mache ich mein Fach 60 tief, und so entsprechend ist das Lager entstanden.
Bevor ich ins Lager gehe, sehe ich schon mal grob, wo was ist und wie das Lager gehandhabt wird. Da haben wir nämlich so ein Kärtchenprinzip eingeführt. Hier sieht man, ne, einfach nur Spack, 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 Gipskartonschrauben. Klar weiß ich als Mitarbeiter irgendwann, wo was liegt. Aber ich habe ja auch mal neue Mitarbeiter. Meine Lagerbestände ändern sich und das sind alles diese Suchzeiten. Die 5 Minuten, die ich nach einem Paket Schrauben suche, das sind wieder, ne, welche von den 5 Minuten, die am Ende echt viel Geld bringen. Im Lager selbst haben wir jedes einzelne Fach natürlich nochmal beschriftet, dass ich nicht diese unzähligen Fächer durchsuchen muss. Ich habe einen ganz klaren Plan, wo finde ich was, ohne einmal komplett durchgehen zu müssen. Und wir haben im Prinzip so ein Kärtchenprinzip eingeführt. Das haben wir uns aus der Tischlerei abgeguckt. Wenn ich den Mindestbestand von 10 Paketen unterschreite, sprich ich nehme das 10. Paket raus, nehme ich diese Karte und beim Rausgehen schmeiße ich sie in diese Box. Das funktioniert gut. Sowas gibt es auch in digital mit Barcode-Scanner, mit allem drum und dran, da gibt es ja wirklich die tollsten Sachen. Der Vorteil diesem Kärtchenprinzip, der für die Firma Brockhaus gut funktioniert ist, es ist der einfachste Weg. Klar, ich kann sowas scannen, da wird eine automatische Bestellung gemacht, ich kann mir Wirt ins Haus holen, die machen das für mich, ich kann mir BTI ins Haus holen, die machen das für mich. Da gibt es keine perfekte Lösung, das macht jeder für sich, der eine mag das, der andere mag das. Die Firma Brockhaus will selber bestellen, die Firma Brockhaus will in großen Mengen bestellen und die Firma Brockhaus kennt ihre Mitarbeiter und wir hatten das ganz einfache Problem. Wir können hier auch einen Barcode drauf machen und dann scannt man irgendwie selbst, aber wenn ich in diesem großen Lager bin und nehme, also in der Firma wird abends vorgeladen, wenn ich ins Schraubenlager gehe, meistens morgens noch, um spontan irgendwie was zu holen. Wenn ich spontan noch mal schnell was holen will, nehme das Paket, sehe den Mindestbestand, muss zurückrennen, um den Barcode-Scanner zu holen, einmal den Scan zu machen, den wieder hinzuhängen. Das ist zu aufwendig. Da hat kein Mensch Bock drauf, da haben die Jungs keinen Bock drauf. Also funktioniert das für diese Firma nicht. So eine Karte rauszunehmen und beim Rausgehen in diese Box zu werfen, das kann man von jedem Mitarbeiter erwarten, das ist völlig klar. Deswegen haben wir uns in diesem Fall für das Kärtchenprinzip entschieden. Um nochmal auf diese Artikelliste zurückzukommen. Der Sinn dieser Liste ist, in der alles hinterlegt ist, mit einer internen Artikelnummer. Hier fehlen leider jetzt noch die Daten, aber ich habe alle Infos, sprich jeder kann, der kurz in diese Liste eingewiesen wurde, kann bestellen. Hintergrund war der, die haben 2 Mädels im Büro, die auch mal die Bestellung machen sollten. Aufgrund der internen Artikelnummer, wenn ich die Karte ziehe, habe ich hier die Artikelnummer, ich weiß, wie viel ich bestellen muss. Aufgrund der Artikelnummer finde ich den Lieferanten, ich weiß, wie viel ich bestellen muss, hier sind die Daten hinterlegt, bei wem bestelle ich, wie bestelle ich, Telefon, E-Mail, keine Ahnung was, muss ich Mindestbestellwert beachten. Das haben die Jungs vom Tisch, das können die Mädels im Büro machen. Und aufgrund der internen Artikelnummer können sie es im Prinzip sogar auch noch selbst einräumen, weil wir befinden uns hier in Halle D. Schraubenlager ist Lager Nummer 5. 2 ist der Gang links, Regal 8, Fach 4. Das in den meisten Lagern, ich muss zumindest wissen, was habe ich in der Hand, um zu wissen, wo ich es hinpacken muss. Ist es eine Spenglerschraube, ist es eine Schnellbauschraube, ist es eine Spackschraube? Wenn ich das nicht weiß, habe ich Schwierigkeiten, es an den richtigen Ort zu packen. Aufgrund dieser internen Artikelnummer kann ich, ohne zu wissen, was das ist, weiß ich ganz genau, wo ich es hinpacken muss und vermeide dadurch, dass ich es an einen falschen Ort packe. Ich vermeide Fehlbestellungen, ich vermeide Suchzeiten. Im Prinzip jeder Mensch, dem einmal diese Liste gezeigt wurde, kann für die Firma Brockhaus bestellen und wegräumen. Wir haben ein Kommissionslager eingerichtet. Ganz wichtiger Punkt, haben komischerweise immer noch nicht jeder Betrieb. Hier komme ich reingefahren in die Halle, hier parke ich rückwärts ein, mache Feierabend. Die Jungs müssen bis 14:30 im Betrieb anrufen und grob sagen, was sie für den nächsten Tag brauchen. Das wird vorgepackt, das wird hier hingestellt. Normalerweise, das Auto kommt in die Firma gefahren, wird geparkt, 3 Mann springen raus, 3 Mann strömen in 3 unterschiedliche Richtungen, suchen sich den Kram zusammen, 3 Mann eine Viertelstunde sind 45 Minuten a 45 Euro, die ich umsonst verbrate. Wenn sie 16 Minuten brauchen, schreiben sie sogar meistens eine halbe Stunde auf, kennen wir auch alle. Das heißt, ich parke hier, schmeiße mir den kleinen Kram aufs Auto, hier ist Platz für größere Paletten wie Dachflächenfenster oder so, noch größere Sachen liegen hier links daneben und hier rechts parken die Anhänger, die auch vorgeladen werden, die muss ich nur noch hinterhängen und losfahren. Feierabend in 5 Minuten. Das mag auch jeder Mitarbeiter. Ne? Abends lange Fahrt gehabt, in die Firma gekommen, ich muss noch eine halbe, dreiviertel Stunde laden. Ne?
mag kein Mensch gerne, hier kann ich den Feierabend wirklich in 5 Minuten abhandeln und das ist richtig praktisch. Ja, so kann Kommissionsregal auch aussehen, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist alles individuell. Da muss man gucken, was brauche ich? Brauche ich große Fläche? Will ich das nach Fahrzeug sortieren? Will ich das nach Kolonne sortieren? Will ich das nach Bauvorhaben sortieren? Wie viele Baustellen habe ich im Vorlauf? Wenn ich 20 im Vorlauf habe, brauche ich ja 20 Fächer, macht das Sinn? Wie gesagt, das muss man für jeden Betrieb einzeln betrachten und dementsprechend auch gestalten. Jedes Lager hat einen groben Plan gekriegt. Nicht jedes Lager hat einen feinen Plan gekriegt, das macht keinen Sinn, aber ein grober Plan hängt an jeder Tür. Das sind die Verbindungsmittel für die Nagelbrücke. Die werden aus dem großen Lager bedient. Da gibt es einen Verantwortlichen, der sich darum kümmert, dass hier immer genug drin ist. Wir haben gestoppt, 1,5 Minuten Weg hin zum Lager, 1,5 Minuten Weg zurück vom Lager, solange steht die Nagelbrücke, solange kann ich nicht fertigen. Das übers Jahr gesehen, sowas kommt häufiger vor, sind Minuten, die ich reinholen kann, sprich separates Lager an der Nagelbrücke. Genauso Werkzeug. Da gab es vorher einen großen Tisch, wo die Pläne hingen und lagen, da stand das Werkzeug drunter, kennen wahrscheinlich auch die meisten aus den Betrieben. Die Jungs, die auf Baustellen müssen, kommen früher in die Firma, brauchen noch irgendwas, ich hole mir das Werkzeug da schnell raus, nehme das mit auf die Baustelle, die Produktion kommt, das Werkzeug fehlt, können nicht arbeiten, es ist Zeitverzug, ich bin wieder bei meinen Minuten. Also haben wir ein neues Lager gebaut, abschließbar. Die Türen kamen dann natürlich noch vor. Werkzeug haben wir auch mit Kärtchensystem gemacht. In jeder Firma gibt es eigentlich Werkzeug, was so allgemein Werkzeug ist. Ob man das nur über Kisten löst, über bestückte Sprinter oder keine Ahnung was. Ein gutes Beispiel dafür ist der Laser. Ich kenne bisher nur eine Firma, wo wirklich jedes Fahrzeug einen Laser hat. Aber wenn ich morgen den Laser brauche, weil ich zum Richten fahre und ich stehe vor dem Fach, wo normalerweise immer der Laser steht, hoffentlich steht er da drin. Wenn es nicht strukturiert ist, kann er sonst wo stehen. Sprich, erst muss ich suchen. Aber nehmen wir den einfachen Fall, ich stehe vor dem Fach, wo er eigentlich hingehört, das Fach ist leer, dann fange ich an rum zu telefonieren, wer hat den, wo ist der. Das mache ich während der Arbeitszeit, das kostet alles Zeit. Hier haben wir das dadurch gelöst, dass es Namenskarten gibt, rot für Arbeit, grün für Freizeit. Wenn ich mir ein Werkzeug mitnehme, stecke ich meine Namenskarte da rein. Sprich, ich stehe vor dem Laserfach, sehe, der Norbert hat den, ich rufe den Norbert an, brauchst du den morgen? Ja, nein, brauchst du nicht, super, packst du mir nachher aufs Auto, alles gut, Thema erledigt. Sind wieder diese Minuten, an die wir ran wollen. Das Ganze will ich irgendwann auch noch mal digital haben. Es gibt bisher noch kein System, was da meinen Ansprüchen so wirklich genügt. Es gibt ein paar Lösungen, aber so ein richtig gutes gibt es noch nicht. Die einen können zu wenig, die anderen können zu viel, weil was ich hiermit natürlich nicht weiß ist, was ja auch mal interessant sein kann, wer hatte das Werkzeug? Ne? Das ist ja, kennen wir auch von den Baustellen, Kabelbruch, ich müsste zum Chef ins Büro, müsste das melden, will ich nicht, ich pack's da rein, der Nächste wird schon irgendwie machen. Aber hier weiß ich zumindest, wo ist das Werkzeug, was ich gerade suche. Gerüst, da gab es vorher, auf der anderen Seite der Halle, gab es einen großen Gerüstberg, wo ich immer drin rumwühlen musste, um das zu finden, was ich eigentlich brauche. Das war immer eine mega Arbeit. Also haben wir gesagt, okay, wir bauen Fächer. Wir haben sie auch alle einzeln beschriftet. Wir bauen Fächer, wo mehr oder weniger nur das reinpasst, was da auch wirklich reingehört. Wenn ich mir nicht sicher bin, habe ich oben immer nochmal die Beschriftung. Wo bauen wir das hin? Hinter die Anhänger, weil wenn ich mal Gerüst mitnehme, packe ich es auf den Anhänger. Also neuer Lagerort gewählt, Flächen definiert. So ein Anhänger ist verdammt fix beladen mit so ein bisschen Gerüst. Selbst das hat einen Ort gekriegt. In der Firma gibt es 3 von diesen Dingern. Ich weiß nicht, ob ihr sowas habt, aber der Normalfall bei diesem Befestigungsband, ich lasse es da stehen, wo ich es zuletzt benutzt habe. Und wir reden hier über 11.000 Quadratmeter überdachte Hallenfläche. Die haben nicht umsonst Firmenfahrräder. Ne? Und wenn ich da anfange zu suchen, das blöde Ding zu finden, da gehen richtig viele Minuten bei drauf. Also kriegt selbst das so einen Ort. So sieht das Außenlager jetzt außen aus. Wir haben wirklich alle Standardartikel. Wir haben alles benannt. Es gibt Pläne, wo ganz klar drauf steht, wo ist was. Alle Standardartikel haben ihre festen Lagerorte bekommen. Hauptsächlich hat die Firma natürlich Kommission. Kommission ist ein Riesenpart. Aber es ist oft so, da werden Waren angeliefert. Ich weiß nicht, wohin damit, weil meine Regale eigentlich alle voll sind, weil sobald was frei ist, packe ich ja irgendwas da rein. Den Platz nutze ich ja. Das heißt, auch Kommissionen liegen oft auf Standardartikeln drauf oder liegen irgendwo, wo ich es eigentlich gar nicht brauchen kann, wo die Wege viel zu lang sind. Sprich, wir haben hier wirklich da gegenüber vom Schredder haben wir angefangen, eine ganze Menge Kommissionsregale zu machen, die eigentlich mit dem voll liegen, was ich für meine nächste Arbeit brauche. Das ist der Hallenplan. Das ist der erste Plan, den ich gemacht habe, wo ich einen roten Punkt machen musste, sie befinden sich hier. Also das ist die Weinmann, 35 Meter hat die. Also Sie sehen, das ist ein Riesengelände.
da braucht man solche Pläne. Was mich auch freut, also das Projekt war im März im Prinzip durch. Ich war jetzt vor ein paar Wochen, also gar nicht so lange her, war ich da, um mal zu gucken, wie es läuft. Wir machen da natürlich immer Controlling-Termine, was funktioniert nicht, wo müssen wir nachsteuern, was können wir irgendwie noch besser machen. In der Firma bin ich echt stolz, sieht echt noch gut aus, weil die Jungs verstanden haben, worum es geht. Da, sowas ist auch dynamisch, ne? Mittlerweile sind hier zum Beispiel die einzelnen Zähler eingetragen für Gas, Wasser und so weiter, weil die im Büro fanden es halt immer nervig, wenn derjenige zum Ablesen kam, mussten sie mit dem in die Halle und denen die Zähler zeigen. Jetzt sagen sie hier, guck auf den Plan, da ist das Ding markiert. Also das sind so Sachen, das entwickelt eine echt gute Dynamik und kann immer noch verbessert werden. Ne? Das ist das, was ich mit diesen vielen kleinen Punkten jeden Tag drüber nachdenken, warum ist das so und wie kann ich es besser machen? Selbst die Parkplätze. Dadurch passen zwei Autos mehr auf den Parkplatz, müssen nicht in den Seitenstraßen parken. Das war eine Idee eines Mitarbeiters. Früher haben die da halt einfach so geparkt, mittlerweile gibt es die Striche, passt wunderbar. Auch hier gibt es Platten. Eine ganz einfache Linie, schnell gemacht, kostet so gut wie kein Geld. Ich weiß, bis wo ich meinen Gips stellen darf. Das macht was aus, weil hier komme ich mit dem Gabelstapler nur ran, wenn die nicht über der Linie stehen. Sobald sie über der Linie stehen, komme ich mit dem Gabelstapler nicht mehr rein. Sprich, ich muss sie erst beiseite fahren, um da ranzukommen. So läppern sich die Minuten. Das ist so das alltägliche Business, was wir so halt als das tägliche Leid empfinden, aber das brauche ich nicht. Ich ziehe mir hier eine Linie, Thema erledigt. Defekte Gerüste. Das haben wir für alles gemacht, für Gerüste, für Gurte, für alles Mögliche. Wenn irgendwas kaputt geht, gibt es einen Ort, wo ich es hinpacken kann. Ich muss nicht ins Büro, ich muss nicht Bescheid sagen. Bei Werkzeugen muss ich einen kleinen Zettel ausfüllen, aber mir geht was kaputt, ich stelle es dahin, Thema erledigt. Es gibt einen Verantwortlichen, der in regelmäßigen Abständen guckt, der dann beurteilt, behalten, reparieren, wegschmeißen, aber ich als Mitarbeiter muss es nicht. Das ist genau dieser Fall. Mir geht ein Gerüstteil auf der Baustelle kaputt, ich müsste es melden, ich müsste irgendwas machen, will ich nicht, ich pack's also wieder in den Haufen rein. Der Nächste, der es mitnimmt, kriegt das Gerüst nicht fertig aufgebaut, die können die Arbeiten nicht machen, die müssen nächsten Tag nochmal hin. Wir kennen den Rattenschwanz. Aus den Augen, aus dem Sinn, für die Mitarbeiter so einfach wie möglich. Kaputt, stell dahin, Jörg Kruse kümmert sich drum. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, nur, wenn meine Mitarbeiter mitziehen. Wir haben Standards vereinbart, diese Keile, die wir drunter schieben. Standards, was das Verhalten bei solchen Dingen angeht. Da haben wir Entwürfe gemacht. Es gab eine Mitarbeiterversammlung. Wir haben eine Kiste Bier auf den Tisch gestellt, haben die Dinger vorgestellt und haben überlegt, okay, macht das alles so Sinn, wie es ist? Wir haben gesagt, wenn ich mich nicht dran halte, gibt es eine Konsequenz in Form einer Strafzahlung von 5 €. Das haben wir mit den Jungs besprochen. Das fanden die so gut, das wollten die so haben. Der Punkt daran ist nämlich, das dauert eine Weile, bis man merkt, was man davon hat. Wie in jedem Betrieb waren die mega skeptisch. Ne? Ich war der Fatzke im karierten Hemd, der mit Prozessoptimierung, keine Ahnung, alle Stellen wegrationalisieren will, keine Ahnung was. Diese Erfahrung, geil, ich muss nichts mehr suchen, ich bin abends schneller zu Hause, das kommt ja im Endeffekt erst danach. Aber das muss funktionieren, das muss laufen, damit es auch so bleibt. Und dafür haben wir diese Standards vereinbart, jeder konnte seinen Senf dazugeben. Wir haben die dann aufgeschrieben, dann haben wir die verabschiedet. Jeder hat genickt, jeder hat seine Unterschrift drunter gesetzt. Und jedem ist damit auch ganz klar, wenn ich mich nicht dran halte, wenn ich von der Baustelle komme und mein Glattkantbrett auf die Dachlatten packe und der Verantwortliche, entweder Bohne oder der andere Bernd, erwischt mich dabei, zahle ich 5 € in die Kasse. Die beste Strafkasse ist die, in der nichts drin ist. Und das funktioniert da ziemlich gut. Weil wenn ich so etwas nicht vereinbare, wenn es keine Standards gibt, an die ich mich halte, das ist keine Anweisung vom Chef. Das ist keine Anweisung, so habt ihr das zu machen. Das ist eine Vereinbarung, die Mitarbeiter untereinander treffen, so arbeiten wir hier. Weil wir wollen, dass es funktioniert. Wir wollen mehr Geld verdienen, wir wollen produktiv sein, wir wollen pünktlich Feierabend haben, wir wollen so angenehm wie möglich arbeiten. Deswegen halte ich mich daran. Und wenn mal was passiert, zahle ich einen Fünfer. Es gibt eigentlich keine Mitarbeiter, die das konsequent ignorieren, die sagen, leck mich am Arsch, Thema durch. Wenn es sowas mal gibt, muss ich mich allen Ernstes fragen, okay, macht das überhaupt Sinn, wenn ich bei 40 Mann wenn 39 Mann sagen, so wollen wir arbeiten und einer sagt, das ist mir scheißegal, ich halte mich nicht dran. Das ist völlig klar. Über das Thema Konsequenzen und Standards könnte ich bestimmt noch 2 Stunden reden. Gutes Beispiel, eine Firma hatte eine Strafkasse von 1 €. Die haben gesagt, in Firmenfahrzeugen wird nicht mehr geraucht. Da kommen die Jungs montags, legen 5 € in die Kasse und sagen, toll, ich kann rauchen. Sowas funktioniert natürlich nicht. Ne? Das ist völlig klar. Der entscheidende Punkt ist, mit meinen Mitarbeitern gemeinsam vereinbart, wir halten uns dran, dann funktioniert sowas auch. Ja, wir haben auch da den Prozessworkshop gemacht.
leider erst am Ende der Sache, weil es den vorher noch nicht gab. Also ich kann euch den nur ans Herz legen, wenn ihr mit der Firma Roto zusammenarbeitet, fragt nach dem Prozessworkshop. Das bringt den Mitarbeitern echt ein gutes Auge dafür, warum soll ich mich überhaupt mit sowas beschäftigen? Weil dieser Satz, warum macht ihr das so, weil wir das schon immer so machen, ist der Satz, der im Prinzip Geld kostet. Ich muss anfangen, darüber nachzudenken, wie kann ich mich verbessern. Erstens, ne, ich komme hier nochmal drauf zurück, es wird einfach weniger, wenn ich nichts mache, aber wo ich natürlich hin will, ist steigern, das Ganze regelmäßig. So, Feierabend. Herzlichen Dank.